Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar habe ich mir eine Idee geklaut und zwar von der Jacqueline G. Den Kanal verlinke ich euch mal in der Infobox. Und zwar hat die ein Video über skurrile Hundesnacks gemacht und das Ganze wollte ich heute auch mal machen. Ich habe euch 4 Produkte aus dem Internet rausgesucht und bestellt und ja, wir beide testen die jetzt mal, beziehungsweise Fanny probiert und ich schaue mal, ob sie schmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir fangen an mit dem ersten. Und zwar ist das von Trixi Pizza für Hunde. Und zwar in der Geschmacksrichtung Chicken in Light. Ohne Zuckerzusatz. Ja, wir müssen gucken, was drin ist. Hühnchenfleisch 70%, Hühnerleber 15%, Glycerin, Kartoffelstärke, pflanzliche Eiweißextrakte, Rinderhaut, Sorbitol, Käse und Karotten. Also kein Getreide drin, ist schon mal gut. Genau, 100 Gramm haben 2,42 Euro gekostet. Wie ihr seht, habe ich schon versucht vorzubereiten, das aufzubekommen. Das hätte hier so ein wieder verschließbaren Verschluss. Hat nicht ganz geklappt. Ich bin ja auch nicht so, dass ich keine Schere im Haus habe. Und habe das auf der anderen Seite aufgekriegt. Ich hole da jetzt mal ein Stückchen raus. Okay. Sieht so aus. Sieht nicht ganz aus wie eine Pizza, finde ich. Da ist halt Hühnchen. Riecht nach Hühnchen. Hat so kleine Käsestücke halt drauf, dass es so ein bisschen aussieht wie Pizza, aber so richtig Pizza ist es jetzt nicht, finde ich. Wir schauen mal, was Fanny dazu sagt. Bitte das haben wir ja, ne? Na, Pütchen. Pütchen. Gekaut werden muss es anscheinend nicht. Nur ein bisschen. Doch, da kommt es wieder. Ist ja eine Kuh. Ist ja ein Wiederkäuer. Das geschmeckt? Hat geschmeckt. Okay, war jetzt aber nichts Besonderes. Wir kommen zu Produkt Nummer 2. Auch das habe ich schon vorbereitet. Und zwar habe ich das schon aufgemacht. Und zwar ist das ein Hundebier. Und zwar ist das Hundebier von Snuffle. Das habe ich im Internet bei Amazon bestellt. Kostet 3,95 Euro die Flasche oder im Viererpack 8,75 Euro. Ich wollte jetzt aber nicht 4 Flaschen Hundebier zu Hause haben. Das muss man vor Gebrauch gut schütteln, steht drauf. Habe ich natürlich vorher gemacht. Und ganz, ganz wichtig, bevor jetzt hier irgendwelche Kommentare kommen, da ist kein Alkohol drin. Also Hundebier ohne Alkohol. Ist auch kein Hundebier, aber ich würde meinem Hund niemals Alkohol geben. Gucken wir, was sonst noch drin ist. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Huhn 0,5% und Rind 0,5%, pflanzliche Eiweißextrakte, Malzextrakt 0,5%. Ja, ist ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Das ist kein Hauptbestandteilsnahrung, ist klar. Man soll eine Flasche am Tag geben, vor Gebrauch gut schütteln, haben wir gemacht. Bei Zimmertemperatur servieren, hat sie auch. Und nach dem Öffnen begrenzt haltbar. Das Ganze testen wir jetzt. So, wir machen natürlich nicht alles rein. Also das ist jetzt so eine halbe Flasche ungefähr. Riecht nicht nach Bier. Okay, gucken mal. Scheint auf jeden Fall zu schmecken, weil über Wasser, wenn ich ihr das so hinhalte, geht sie nicht so her. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, ich denke, das Hundebier schmeckt dem Hund. Ja, finde ich mal ganz witzig, aber würde ich jetzt so Fanny eigentlich nicht kaufen. Finde ich so ein bisschen albern, aber so als Gag finde ich das ganz lustig. Und es scheint auf jeden Fall so gut zu schmecken, dass wir den Napf auslecken. Der schmeckt, ne? Hier. So, okay. Hundebier erledigt. Ich stelle das mal zur Seite. Nein, du bleibst im Körbchen. Wir haben nämlich noch 2 Produkte. 2 haben wir noch.
So, und zwar finde ich das total super. Und zwar Popcorn für Hunde mit Geschmack Leber. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich bei uns in einem Futterladen um die Ecke gefunden, von bei Mizebello. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kette ist, ich denke schon. Und zwar hat die Tüte, da sind 100 Gramm drin, 2,49 € gekostet. Und hier steht drauf, weniger als 1% Fett, ist zuckerfrei. Popcorn mit Lebergeschmack ist von Landsnack. Die Belohnung, die nicht dick macht, aus glutenfreiem Naturreis. Also ist kein Mais, sondern. Das war das Bier. Sag mal. Okay, das Bier kriegt auf jeden Fall schon alleine dafür einen Daumen hoch. Okay, also hier. Genau, ist drinne. Was haben wir hier? Langkornspitzenreis 99%, 1% Leberextrakt. Und das war's. Keine Farb- und Konservierungsstoffe, kühl- und trockenlagern, Fütterungshinweis. Nach Belieben zwischen 5 und 20 Happen pro Tag. 3 Happen sind ca. 1 Gramm. Frisches Trinkwasser sollte stets bereitstellen. Naja, wir haben ja noch das Bier. Okay, ja, das probieren wir jetzt aus. Finde ich ganz gut, gerade weil es halt nicht dick machen soll. Darum soll ja auch nicht dick werden. Oh, ja, das riecht nach Leber und sieht lustig aus. So sieht das aus. Sieht nicht unbedingt aus wie Popcorn, also so wie normales Maispopcorn. Sieht eher so aus wie diese Kammchips, die es beim Chinesen gibt. Oder wie Verpackungschips. Also das sind die Hunde-Popcorn mit Leber. Wir schauen mal. Perfekt. Okay, sie muss auf jeden Fall kauen. Und sie sind weg. Und das riecht, glaube ich, ganz gut, ne? Riecht das gut? Riecht gut. Riecht nach Leber. Dann darfst du davon noch eins, macht ja nicht dick. Ist auf jeden Fall kein Leckerli, was man so beim Tricksen machen kann, weil dafür kaut sie mir einfach zu lange und dafür sind die auch zu groß. Vielleicht kann man die noch ein bisschen kleiner machen. Aber an sich finde ich das eine coole Sache. Ne? So als Leckerli zwischendurch. Kann man vielleicht auch gut so zum Suchen nehmen, weil die halt sehr schön riechen. So, dann als allerletztes habe ich noch, siehst du auch, Hundeschips. Ja, die sind von Carli Flamingo. Das sind Rinderhautchips in Natural. Die gibt es noch als Salami- und Schinken-Variation. Ich habe mich jetzt aber für die normale Rinderhaut entschieden. Ich brauche nicht unbedingt so ein Schickimicki. Und ja, ich denke, wir schauen einfach mal rein. Also das sollte eigentlich, glaube ich, nur Rinderhaut sein. Genau, immer frisches Wasser dabei. Wir haben ja das Bier. Das schmeckt ja ganz gut. Genau, also es ist einfach nur Rinderhaut. Ist so fast zu. Na. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich zumindest aussieht wie Chips. Riecht nach nichts. Und sieht aus wie ein Chip. Okay. Ich habe mir die ein bisschen dünner vorgestellt, aber klar, es ist Rinderhaut, die kriegt man ja nicht so dünn. Ist in einer wieder verschließbaren Packung. Ist ganz praktisch. Ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, das sind halt einfach Rinderhaut Flacken. Ist halt witzig aufgemacht in dieser Chipsdose. Kann man kaufen. Kostet allerdings 3,59 € und dafür würde ich einfach ganz normale Rinderhautstangen kaufen. Schmecken wahrscheinlich genauso gut. Aber das darfst du jetzt mal testen. Willst du das haben? Hier? Also, schmecken tun sie. Es ist Rinderhaut, die schmeckt ihr immer. Da hat sie ein bisschen was zu kauen, denke ich. Ja, unser Fazit, also das, was wir auf jeden Fall wieder nachkaufen, ist das Popcorn. Also das finde ich richtig gut. Macht halt auch nicht dick. Und Fanny schmeckt das auch ganz gut. Ich dachte gerade, sie hat es schon weg. Ja, Rinderhaut kaufen wir auch, aber nicht diese hier. Dafür finde ich die einfach ein bisschen zu teuer. Ist ganz witzig in der Dose zum Verschenken für die Hundeliebhaber. So als Gag finde ich bestimmt auch ganz lustig.
Ich glaube, Fannys Highlight war das Bier, wie man gehört hat. Werde ich aber auch nicht nachkaufen. Sie darf die Flasche dann noch austrinken. Ich denke, den Rest kriegt sie morgen. Und ja, die Pizza ist jetzt nichts Besonderes für mich. Also sieht nicht aus unbedingt wie Pizza. Es ist einfach nur Hühnchen mit ein bisschen Käse oben drauf. Das kann ich auch selber machen. Dazu vielleicht mehr von. So, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall witzig, solche Produkte mal für den Hund zu testen. Wenn ihr mehr von diesen Testvideos sehen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ansonsten auch gerne. Ihr könnt uns auch gerne bei Snapchat und Instagram folgen. Und ansonsten, Fanny beschäftigt sich noch mit ihrem Chip. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!